Mein Sohn. Eine schreckliche Finsternis kehrt in diese Welt zurück. Wie damals trachtet sie nach allem, was uns lieb und teuer ist. Doch ich werde kämpfen. Wenn nötig, bis in den Tod. Das Leben gehörte dem Schwert. Ich sah Königreiche brennen und tapfere Helden sinnlos sterben. Es war nicht leicht, mich zu öffnen. Ich hatte so viel verloren. Du lehrtest mich Geduld, Toleranz und Vertrauen. Anduin, wie du glaube auch ich heute, dass Frieden das edelste aller Ziele ist. Doch nur wer willens ist, für ihn zu kämpfen, kann ihn bewahren. Der große Kataklysmus hat mehr zerschmettert als nur die Welt. Kriegshäuptling Thrall, der wohl mächtigste unter allen lebenden Schamanen, hat sein Volk hinter sich gelassen, um den Kataklysmus im Keim zu ersticken. Doch in seiner Abwesenheit ist der orkische Champion Garrosh Hüllschrei zum neuen Kriegshäuptling der Horde aufgestiegen. Respektiert von den Orks wegen seiner siegreichen Schlachten gegen den Lichtkönig, treibt sein gewagter Führungsstil doch allmählich einen Keil zwischen ihn und die restlichen Führer der Horde. Da Durotars natürliche Rohstoffe nahezu erschöpft sind, will Garrosh sich nehmen, was sein Volk zum Überleben braucht. Ganz gleich, wer sich ihm in den Weg stellt. Eine gefährliche neue Ära hat für die Horde begonnen. Und es ist an mutigen Orks wie euch, Garroshs Willen durchzusetzen und die Herrschaft der Orks zu sichern. Benign, 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 benign